Jo Freunde, was geht? Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder mal mit Grisha. Hi. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Etwas, was es so noch nie auf YouTube gab. Noch nie. Und zwar ist es die Musikvideo-Challenge. Ich und Grisha haben einen Tag lang Zeit, unabhängig voneinander ein Musikvideo zu machen. Je eine Minute zu einem ganz bestimmten Song. Und wer das bessere Musikvideo macht, hat gewonnen. Und der Verlierer wird hart bestraft. Das seht ihr am Ende vom Video. Und wir haben uns für folgenden Song entschieden, nämlich Blind vor Liebe von Sebo. Und um euch den Song noch etwas näher zu bringen, haben wir Sebo sogar eingeladen. Deswegen komm bitte einmal rein, Sebo! Was geht ab, meine Freunde? Das ist der Künstler des Songs. Kannst du bitte einmal für die Leute eine Line singen? Ich war blind vor Liebe. Sag, wie oft hab ich geweint? Ich glaube, ihr checkt, worum es geht. Am Ende wird Sebo die Songs bewerten. Und ich würde sagen, nicht so lang schnacken. Let's go! Let's go! Freunde, ich bereite jetzt alles für meine erste Szene vor. Und zwar habe ich mir überlegt, ich brauche dringend eine Szene im Auto. Deswegen habe ich mir meine GoPro geschnappt, Halterung für die GoPro. Aber ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich hoffe, das bleibt noch kleben. So, wünsche mir Glück, dass das hält. Vielleicht direkt an die Scheibe. So, Freunde, nicht wundern, ne? Ich habe mir jetzt ein Miles extra dafür gemietet, weil ich fahre leider nur Smart. Und das kann ich ja nicht bringen, Digga. Ich sage auch ehrlich, Grisha hat gar keine Chance. Das, was ich hier vorhabe, geisteskrank. Und ich brauche im Endeffekt nur eine ganz kurze Szene, wie ich im Auto sitze, weil ich dachte, das wird im Video cool aussehen. Und währenddessen fahren wir schon zum nächsten Spot. Wie ihr seht, drehe ich hier gerade auf der Brücke eine Szene. Ich muss sagen, es ist wirklich unangenehm, ein Lied zu synchronisieren, weil hier halt Leute sind. Wenn es mein Song wäre, glaube ich, wäre es nicht so schlimm. Aber so ist das echt ein bisschen unangenehm. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinen ersten Aufnahmen für mein Musikvideo gegen Ben. Das wird krass. Wir sind jetzt als erstes auf dem Kiez, weil ich bin natürlich verzweifelt. Meine Frau hat mich verlassen und ich versuche, die abzulenken mit Kiez, mit Nachtleben, mit allem anderen außer Liebe, weil ich halt blind vor Liebe bin. Ich mache krasse Aufnahmen hier mit meiner verrückten Kamera und ja, jetzt muss ich gleich richtig unangenehm so über hinten große Freiheit langlaufen. Das ist ja maximal unangenehm. Leute, wisst ihr, warum ich blind vor Liebe war? Guck mal da. War ja ein Puff. Okay, wir haben jetzt hier gerade gefilmt, Keim aus Plastik. Ich habe natürlich meine Versace-Brille auf. Als Künstler muss man das natürlich haben. Aber wilde Leute hier, schon die Sonne heute hier oder was? Die haben sich jetzt besprochen, die wollen mir die Brille abziehen. Wir müssen hier ganz schnell weg. Freunde, ich kann nicht mehr. Wirklich, ich fühle mich wie ein Star. Es regnet, aber wir... Warum riecht sie denn so nach Scheiße? Entschuldigung. Freunde, ich glaube, ihr merkt, mir ist das wirklich sehr unangenehm. Ich habe wirklich gerade mit mir zu kämpfen. Mir ist eigentlich nie was unangenehm. Aber irgendwo ist dann auch die Grenze, ne? Irgendwann, irgendwo ziehe ich dann auch den Faden. Freunde, ich habe jetzt noch zwei Szenen im Kopf. Eine wird ein bisschen cooler. Und die andere kriege ich später mit den Jungs. Aber wir gehen heute mit den Jungs raus. Habe ich mir die Arschtasche noch dreckig gemacht. Freunde, es hat gerade so doll geregnet. Mitten bei meiner Szene. Ich bin nass, mir ist kalt, bin dreckig geworden, warum auch immer. Ich habe keine Lust mehr. Hoffentlich nimmt das alles hier ein Ende. Aber ihr müsst auch immer bedenken, ich war blind vor Liebe. So Freunde, nächster Tag. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit und ich habe mich dazu entschlossen, das im Büro zu machen, weil ich bin ehrlich gesagt gerade viel zu faul. Wir haben eine coole Couch, die will ich mit einbauen. Dann haben wir, wo ich mich mal morgen schminke, mein Schminktisch. Und Keller, glaube ich, nehme ich auch nochmal auseinander. Ich habe aber irgendwie die Vermutung, dass Grisha auch im Keller war, weil ich ihn vorhin da gesehen habe. Aber egal, ich mach's trotzdem. Wird spannend. Wird spannend. Also, wie gucke ich denn traurig? Warte, wie traurig ich gucke. Leute, nächster Dreh. Wir haben heute ein Supermodel extra in meinem Video dabei. Stell ich einmal kurz vor. Ich bin Alina, ich bin Biologiestudentin. Heute drehen wir ein Musikvideo. Krass, sie ist mir fremdgegangen. Das ist halt das Problem. Eigentlich ist er mir fremdgegangen und deswegen bin ich ihm dann fremdgegangen. Ich hab's aber nicht gemerkt. Er will es nicht zugeben, weil er ein Mann ist. Na, ich bin halt blind vor Liebe. Leute, wir sind eine Minute unterwegs gefühlt, aber ich habe den Weg komplett unterschätzt, überschätzt. Ich habe ihn drumherum geschätzt. Wir brauchen jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Also, wir haben jetzt fertig gedreht. Aline hat wirklich einen guten Job gemacht. Hat Spaß gemacht? Natürlich. Bist du auch beim nächsten Musikvideo wieder dabei? Nee, ich krieg keine Gage. Ist mir hier zu wenig Geld. Leute, bitte, like das Video einfach, damit ich mehr Budget Gage bekomme. Jeder Like, 1 Cent. Okay, ich bin jetzt hier im Keller bei uns. Und ich muss jetzt hier noch ein geiles Set aufbauen, weil ich brauche noch ein paar Szenen. Ich habe hier so ein Licht, das kommt da oben hin. Und jetzt muss ich mir ein Mikro irgendwie zusammenbauen, dass das hier runterhängt. Mal gucken. Das ist hier so unbequem. Irgendwie hält.
irgendwie so. Bam, 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 natürlich mit Sonnenbrille. So, Freunde, es ist Reaction Time. Also ich muss sagen, das war schon wirklich eine Challenge, das in so kurzer Zeit zu machen. Aber ich glaube, wir haben, also ich kann für mich sprechen, ich habe so gut es geht versucht, was rauszuholen. Ich bin kein professioneller Musikvideomacher. Ich glaube, hätten wir mehr Zeit, hätten wir auch viel mehr rausholen können. Okay, mit welchem Video fangen wir an? Schere, Stein, Papier? Ah, okay. Nein? Okay, Verlierer dann? Also beim, ja, der Verlierer hat das Kongan. Grisha war sehr viel außerhalb unterwegs. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich werde es jetzt gleich erfahren. An der Stelle könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr als nächstes sehen wollt, zu wem wir ein Musikvideo machen sollen. Ja. Starten wir jetzt mit meinem? Ja. Okay. Das sieht schon krass aus. Ja, ist gut, ne? X. Als ob du in die... Ach, geil. Das ist ein Feature von uns beiden. Ja, stark. Okay, 3, 2, 1, go. Blind vor Liebe. Wie oft hab ich geweint, hab gesagt, dass es mir reicht, aber ich war blind vor Liebe. Ich bereue diese Zeit, diese Liebe war nicht leicht. Ich war blind vor Liebe. Wie oft hab ich geweint, hab gesagt, dass es mir reicht. Das sind deine Drohnenshots? Das sind meine Drohnenshots, ja. Also blind vor Liebe, wahre Liebe. Ja, fragst du dich, wie ich das gemacht hab, ne? Das Mikrofon aus dem Himmel. In mein Leben, denn ich hab alles für dich gegeben. Was ich habe, wahre Liebe. Ich erkenne mich heute nicht im Spiegel. Finde in der Nacht die meine. Auch nackt das Video drehen. Werde nie wieder so lieben. Das Emotion einbauen. Egal wie lang der Weg hier noch geht. Du bist nie mehr ein Teil meines Lebens. Solang mein Herz in meiner Brust schlägt. Lass mich frei. Ich muss sagen, dass ich selber ein bisschen weinen muss, weil ich tu mir dann selber leid. Ich muss halt ja for real traurig spielen. Komm, ich bin ehrlich, also dafür, dass du 24 schon Zeit hast, ist schon in Ordnung. Ich bin ehrlich, ist sehr krass. Und low budget, kein Geld, kein nix, ne? Ich bin echt, ist wirklich krass geworden. Ja. Also viele verschiedene Drehorte. Dankeschön. Aber nicht so geil wie meins. Ich bin wirklich gespannt auf, ihr müsst wissen, Grisch war wirklich die ganze Zeit weg. Ich habe keine Ahnung, wo er war, aber er war oft weg. Ja. Und nur, ich will nicht spoilern, aber das sah ein bisschen aus, als wärst du sehr alleine in deinem Video. Ah, okay, ich weiß, worauf er hinaus will. Ich hatte tatsächlich auch überlegt gehabt, ob ich jemanden mit ins Video hole, so eine Liebesromanze aufbaue. Habe ich aber nicht gemacht. Deswegen umso spannender jetzt, weil ich gerade vermute, dass du es getan hast. Als ob da so ein B ist, Digga. Warum ist da ein B im Himmel? Muss am Anfang machen. Sind das deine Drohnenshots? Ja, die habe ich aufgenommen. Achso, okay, perfekt. Ich war blind vor Liebe. Wie oft hab ich geweint, hab gesagt, dass es mir. Yo, da kommt richtig mit Effekte und so. Ich bereue diese Zeit, diese Liebe war nicht leicht. Ich war blind vor Liebe. Arsch da. Stark. Sag, dass es mir reicht, aber ich war blind vor Liebe. Also blind vor Liebe. Du hast auch viele Kulissen, ne? Wahre okay. Liebe. Was macht Juni da? Nimm meine Schmerzen in mein Leben. Stark, okay, stark, stark, stark. Hast du ja Gastauftritt? Ja, stark. Wahre Liebe. Das sah krass aus. Ich schicke mich heute nicht im Spiegel. Finde in der Nacht nie meinen Frieden. Denn ich werde nie wieder so lieben, wie ich dich liebte. Egal wie lang der Weg hier noch geht, du bist nie mehr. Oh, geile Perspektive von unten. Eben so lang mein Herz in meiner Brust schlägt. Lass mich frei. Boah, okay, ey, das habe ich nicht erwartet. Fuck, du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Ja. Scheiße, das ist... Also erstens schon mal richtig cool, dass du jemanden dazugeholt hast. Ich wusste, du kannst krasser schneiden als ich. Ich muss irgendwie mit anderen Sachen. Also ich habe ja nicht krasser geschnitten als du. Ich habe ja auch komplett basic alles gelassen. Viel mit den Lichtern gearbeitet. Das verstehe ich gar nicht, warum du da rumläufst, aber ist auch in Ordnung. Das passt. Ich komme halt... Also du kommst aus dem Freundenhaus. Ah, weil du so gebrochen bist. Ja. Krass. Hätte ich einen vernünftigen Kameramann gehabt, hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Auch mich jetzt noch irgendwie retten wollen. Nein, sehr starkes Video, wirklich. Also muss man wirklich mal Props an Grisha geben. Ich bin ehrlich, ich dachte erst, ich verkacke. Aber ich glaube, es ist auf Augenhöhe. Das sind ganz andere Arten. Komplett unterschiedliche Videos. Ich persönlich finde deins gerade eigentlich relativ besser sogar. Man merkt einfach, da steckt viel mehr Arbeit drin. Ich bin auch ehrlich, ich habe es ein bisschen schleifen lassen und die Motivation ist irgendwie abgeflacht. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich bin jetzt aber darauf gespannt, was Sebo dazu sagt. Ich auch. Weil Servo ist der, der das jetzt bewerten wird und sagen, welches er besser findet. Deswegen schauen wir da jetzt rein. Boah, Jungs, ich schwöre es euch, richtig geile Videos. Aber ich glaube, ich feiere das von Grisha ein bisschen mehr, weil da sind so Effekte drin, Schauspieler drin
und so. Das ist halt irgendwie etwas kreativer gemacht, aber beide sind richtig geil. So, Freunde, das war das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, welches Lied wir als nächstes nehmen sollen, weil es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube, wir können daraus noch ein paar geile Dinger machen. Und zur Bestrafung haben wir uns Folgendes überlegt, nämlich der Verlierer muss in sein nächstes Musikvideo ein ganz bestimmtes Gadget einbauen. Das der Gewinner entscheidet. Ja. Welches der Gewinner entscheidet. Haben tut. Richtig. Genau. Und an dieser Stelle, danke fürs Fernschauen. Vergesst nicht, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Check Grisha ab, check Juni ab. Juni war auch im Start. Und schaut auch dieses Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Willkommen zum heißen Stuhl.